ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten, Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Heute schon die 13 dran. Ja, ist ja eigentlich eine Unglückszahl, ne? Naja, wir schauen mal, ob uns die 13 etwas Glück bringt. Na, mal gucken. Vielleicht ist es auch die Glückszahl anstatt die Unglückszahl. Und ja, das mache ich hier. Jeden Tag meinen Adventskalender öffnen. Ich mache aber auch noch andere Geschichten. Ne? Wenn du jetzt hier neu bist auf meinem Kanal, wurschtel dich einfach mal durch meine Infokarten durch. Denn zum Schluss blende ich einen Videoforscher, kannst du auch gerne mal gucken. Und wenn dir das gefällt, freue ich mich sehr über ein kleines, aber feines Abochen, ne? Was auch völlig kostenlos ist. Ja. Und ich würde sagen, wir schießen denn mal los mit dem... Ach ja, bei Instagram bin ich auch. Da siehst du da oben in der Ecke. Und da lasse ich nämlich meine Abonnenten und Zuschauer mal gleich wissen, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Manchmal eher, manchmal später. Ach, da fällt mir ein vom L'Oreal Adventskalender, den ich nicht gerade unboxed habe, den ich vor ein paar Tagen, Wochen unboxed habe. Das muss ich bei Instagram noch reinstellen, ne? Dass da ein neues Video. Ja, manchmal dauert es ein bisschen länger. Gut. Und ich würde sagen, wir schießen dann mal los. Wir fangen auch erstmal mit dem Bio-DM-Bio-Adventskalender-Tee an. Ne? Gestern war schwarzer Tee drin in der Halbzeit. Der hat nicht so geschmeckt. Also so, das ist nicht so meins. So grüner Tee, schwarzer Tee. Ich mag so ganz, Früchtetee auch, ja. Aber mehr so mit Geschmack, ne, so Weihnachtsgeschmack, das ist so meins. Oder Strawberry Cheesecake oder so. Dann gucken wir mal, was wir heute für einen Tee haben. Oh, der klingt auch interessant. Heute haben wir Kurkuma-Tee mit Ingwer und Orangenschale. Oh, na, da bin ich ja mal richtig gespannt. Den werde ich nachher, gleich nachdem ich hier fertig bin mit Videodrehen, werde ich mir den gleich mal zur Gemüte führen. So. Wir machen weiter mit dem Douglas Luxury Adventskalender. Ne? Die 13 haben wir auch gleich hier oben. Und da könnte vielleicht wieder ein Pinselchen drin sein. Kajalstift, Lip Liner. Aber ich denke mal, da wird ein Pinsel heute drin sein. Naja, wir schauen mal rein. Ne? Wenn ein Eyeliner von Douglas. High Precious and Long Lasting Eyeliner. Lang anhalten. Ne? Ja, benutze ich nicht für Cat Eyes, für Katzenaugen, steht hier wirklich oben, ne? Ja, benutze ich nicht, ich benutze keine Eyeliner, dann wird der mal mit in eine Verlosung wandern und die Mine ist halt sehr dick, ne? Also das wäre eigentlich schon idiotensicher, aber nein. Und wir haben hier, schnell wieder zumachen, wir haben hier, wie viel Gramm ist der? Aber ich denke mal, das wird eine Originalgröße sein, ne? Ja, haben wir heute einen Eyeliner. Haben wir bei Douglas. Und zwar den Home Spa, ne? Und die 13 haben wir hier auf der Seite. Ist wieder eine Tubenform, ne? Also, ja, schauen wir mal. Da sieht so ganz schwer nach Handcreme. Jetzt habe ich mir den, guck mal hier, der geht immer mehr hier, ne? Aber es hält noch. Ja, in der 13 auch schon wieder, die habe ich jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal, war ja erst in dem Luxury drin, diese Leilani Bliss Enjoy the Tropical Island Feeling Ilang Ilang und Tia Flower Regenerating Handcreme, ne, war ja in dem Luxury drin und in dem anderen auch, den ich schon aufgemacht habe, habe ich auch schon, glaube ich, schon aufgebraucht und verwendet. Es riecht wirklich mega, ne, oder hatte ich die schon gehabt? Ich weiß es nicht. Bin mir gar nicht so sicher. Ich kann dir ja erstmal eine aufheben. Eine gebe ich in die Verlosung. Und ja, ne? Haben wir wieder mal ein bisschen. Ja, ne? Ja, gut, das ist nun mal so. Wenn man alle Douglas Adventskalender hat, ist es natürlich logisch, dass sich die Produkte auch mal wiederholen. Ne? So, dann kommen wir zu meinem Pink Box. Zu meinem Pink Box Adventskalender in der 13. Wo haben wir die 13? Eigentlich wollte ich vorher immer gucken, ne? Ja. Und der Spruch, Pink Magic in the Air und die Lebkuchen schon leer. Pinke Magie in der Luft und die Lebkuchen schon leer. Naja gut, es reimt sich mir auf Englisch, ne? Mega geil, der Spruch, finde ich gut, ja. Aber soll ich euch mal was sagen? Ich mag keine Lebkuchen. Ich bin nicht so der Lebkuchenesser.
Ja, auf Arbeit hat jemand auch Lebkuchen mitgehabt, verteilt, nimmt man denn natürlich an und sagt, nee, will ich nicht, ne? Und ja, dann esse ich die auch, aber ich selber kaufe mir keine Lebkuchen. Ich mag lieber die selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen, ne? So, dann gucken wir mal. Aha, passend zu dem Shampoo, was wir den einen Tag drin hatten, Coco Loco mit Agave Shine Conditioner, ne? Jetzt haben wir zu dem Shampoo den Conditioner dazu, auch wieder bloß 50 Milliliter. Es riecht sehr extrem kokosig, ne? Okay, ja, das wandert weiter, weil ich habe, ist ein schöner Duft, also von der Marke Lee Stafford, sagt mir gar nichts, ist ein schöner Duft, das ist mal ein angenehmer Kokosduft, aber ich muss sagen, ich habe genug Shampoos im Backup und andere Sachen, die ich gerne mal austesten möchte. Deswegen wird das denn zusammen mal weiter wandern, ne, mit dem Shampoo. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt rüber zu dem Degusta-Box Gehen wir hier Adventskalender. wieder vor Familie Meier-Schmidt, ne? Feiern immer noch Weihnachten zusammen den ganzen Dezember. Die kommen aus dem Weiher nicht mehr raus. Ich sag euch das. So, und hier unten haben wir die 13. Also bei der schwarzen Katze, ne? Ja, also das soll ja den Unglück bringen eigentlich, ne? Ich bin gespannt. Die ist in so einem alten Plattenspieler drin. Hier, seht ihr das? Cool, oder? Ja, haben sie sehr cool gemacht mit den Zahlen, ne? Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein, was wir. Ich möchte jetzt ein Produkt haben, was mich jetzt so ein bisschen umhaut. Ne? Das andere heute, es war eher so, na gut. Es hätte heute nicht sollen sein. Haben wir von Dr. Edgar Mini-Dekor-Cookies an und für sich nicht schlecht. Ne? Ist okay. Aber wir hatten ja Dekor mal in der Degusta-Box mit drin gehabt. Jetzt haben wir wieder, ja, es ist in Ordnung. Damit kann man jetzt die Kekse dekorieren, Cupcakes und Kuchen und sowas alles. Aber ja, Konfetti, blau-grüner Mix, ja, gut, ne? Also haut mich alles heute nicht so um, muss ich sagen. Also heute ist die 13, passt heute wirklich Unglückszahl. Ja, also das ist heute alles nicht so der Knallerburner, ne? Naja, ist nicht jeder Tag gleich. Morgen haben wir die 14, dann sind es nur noch 10 Tage bis Heiligabend. Vielleicht haben wir da morgen ein bisschen mehr Glück, ne? Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Bei Instagram gibt es wieder denn eine Zusammenfassung. Da blende ich dann nochmal ein Bild ein, was heute so alles drin war, ne? Und hat dir dieses Video gefallen, darfst du mir gerne ein Däumchen da lassen. Und Liebe auch. Und zum Schluss blende ich dir ein. Mein Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Die Playlist von meinen Türchen, die ich bis jetzt hier jeden Tag geöffnet habe. Hier unten siehst du den aktuellsten Upload und einen Videovorschlag. Und ich sage jetzt Tschüssi. Es war mal wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hani.